Hallo, ich zeige euch heute, wie man mit Kartoffeln, Schimmelreiniger oder Zitronensäure einen Tankdeckel entrosten kann, der echt übel verrostet ist. Und wie das genau funktioniert und welche Rolle die Kartoffel dabei spielt, das seht ihr nach dem Intro. So, also hier haben wir den stark verrosteten Tankdeckel und jetzt mache ich die ganz normale handelsübliche Zitronensäure rein. Also die Kamera fängt das jetzt nicht ein, weil ich muss das leider mit einem anderen Handy drehen, weil das andere Handy ist für die Speicherkarte und deswegen mache ich jetzt erstmal hier die Zitronensäure in den Tankdeckel rein. So, das Ganze lassen wir jetzt mal ein bis zwei Tage stehen und dann schauen wir mal, was da passiert. So, meine Oma hat mir jetzt mal noch ein Päckchen Zitronensäure gegeben, was ich mal noch zusätzlich mit reinmachen soll. Ist einfach nur ein Versuch wert, bitte verschont mich in den Kommentaren, weil ich habe das mit Pulver noch nicht gemacht, nur mit Säure. Wir probieren es einfach mal aus. Also meine Oma hat mit Schimmelreiniger rumexperimentiert. Das ging sogar, muss ich sagen, noch einen kleinen Zacken besser als hier mit dieser Zitronensäure, also mit diesem Schimmelreiniger. Das hat einwandfrei funktioniert. Da hat sich der Rost vom Außen vom Tankdeckel nach innen richtig weggefressen. Da konnte man das jetzt jeden Tag sehen. Er war jetzt 3 Wochen in der Säure drin und das Ergebnis ist echt verblüffend. So, das ist das wunderbare Ergebnis nach 3 Wochen. Also wir haben ein bisschen länger den Tankdeckel jetzt in der Zitronensäure und den Schimmelreiniger gehabt. Ich meine, das kann sich sehen lassen, es ist jetzt nicht perfekt, aber wenn man bedenkt, wie verrostet, stark verrostet er doch vorher war, ist das doch immer ein tolles Endprodukt. Und was ich mit der Kartoffel gemeint habe, ist ganz einfach. Man nimmt eine Kartoffel, schneidet die auf und reibt die über die Fläche drüber, wenn sie dann schon entrostet ist. Und ihr werdet sehen, aber es wird nicht wieder rosten. Es setzt nicht gleich wieder Fluchrost an. Also wir haben das jetzt hier, meine Oma und ich, wir haben das jetzt hier mit der Kartoffel gemacht, hier innen drin den ganzen Tankdeckel und das hier auch. Und wie man sieht, es hat keinen Rost mehr angesetzt. Weil dieser Tankdeckel wäre nämlich normalerweise, weil das nämlich das blanke Metall ist, schon längst wieder verrostet. So, und jetzt mache ich noch Rostschutz drüber und dann ist der Tankdeckel fertig. So, jetzt ist der Tankdeckel fertig, endlich. ich habe jetzt noch ganz normalen Rostschutz drüber gemacht. Ich hoffe, er ist benzinbeständig. Ob er das natürlich ist, schreibe ich euch unten in die Kommentare mit rein, wenn ich das ausprobiert habe. Das Ganze lasse ich jetzt trocknen und dann schraube ich ihn auf meine schöne alte MZDS drauf. Die freut sich dann auch wieder über einen wunderbaren Tankdeckel. Und ja, vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und vergesst nicht, meine anderen Videos anzugucken. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.